Ja, Fähigkeit und Wissen als Rüstung. Nein. Ja, wenn wir uns beeilen, Rappi. Okay, wir machen dann jetzt so 2 Wochen Okay. Pause. Was kann da schon Gesamter Umhang. schieflaufen? Ja, was kann da schon schieflaufen? I just don't know what went Okay, wrong. das ist wohl der stärkste der Titanen unter dem Berg Wusau in der Nähe von der Hauptstadt Chang gefangen. Und der Takini ist anscheinend. Das heißt, der müsste schon längst zwei Typhon sein. Der hat ja ziemlich viel Wenn. Vorsprung. Ja, mussten ja Umwege machen. Zum Berg Wusau, in der Queen. Ja, wir haben deutsche Zeit verloren, weil wir. Ja, Satz mit X war wohl nichts, ne? Naja, Gott, vielleicht zum können wir noch einen Vergessen. holen. Wir uns ranhalten. Ah, der Otaki schon wieder. Und eine Geschwindigkeit von over 9000 einlegen. Ach, vielleicht unterwegs noch Pause gemacht. Oh, da ist noch ein Otaki. Kann passieren. Du hast mir Ach, die damals fünf auch einen Stufen. zurückgelassen, als du mich mit Tini durchgeschleift hast. Muss ich dich zurückpfeifen. Die auf den Stufen kann man immer schlecht sehen, weil die einfach ist. Weil es ja alles grün, die Terrakotta-Krieger und die Stufen. Mann, die haben ja aber hier unordentlich gemacht. Ich bräuchte Tisch mein komplett Aura um. flüstern. Einen Tisch umgeworfen und ein. Ein Tisch umgeworfen. Wie Ja, können Sie ganzen es Vasen wagen, diese Schweine? zerstört. Diese Schweine! Da hinten auch weiter Raum gestoßen. Der Gerät! Moment, wieso freue ich mich eigentlich? Wir haben immer noch Beef. Und da immer dornisches Loch reingebuddelt. Eine natürliche Höhle mit Ratten. Ah, daran Menschen haben da ein Loch gebaut. Gebaut, nicht gebuddelt. Ja, gebuddelt, was Mit auch ihren immer. kleinen Pfötchen. Mit ihren kleinen süßen Pfötchen. Ach, so gut. Ja. Aus Panzer und Korb. Ach, mit Ratten ist das schon so eine Sache. Was? Ich muss gerade an meine Kindheit zurückdenken. Ich hatte so einen Also. Kindheitsfreund, der hatte eine Ratte als Haustier und die hat er mal Hattens. einmal mitgebracht. Oh Gott. Ganz heimlich mitgebracht, weil Ja. meine Mutter nichts davon merken sollte. Die hat eine Tierallergie. Und wir waren da so in meinem Maßen die gleichen hier. Zimmer, haben ein bisschen gespielt und als meine Mutter war reinzukommen, habe ich die Ratte schnell unter meinem T-Shirt versteckt. Einbrecherin, also nee, ja, Einbrecherin, Maßen die ist ist wieder damit Leichen hier eingebrochen. drin. Meine Mutter hat dann hier so gesagt, du kannst ruhig essen, was du da versteckst, weil die dachte, ich hätte Essen unter dem Shorts. Und wir haben es dann hinterher so kaputt gelacht, als sie weggegangen ist, weil ich hatte die Ratte versteckt. Ja, ne, Und das hast du war gerade ein gegessen? wunderschön. Nein. Ich esse doch keine Ratte! Ich weiß. Das war eine Spaßfrage. Aber hier haben die auch nicht was gefuttert. Also die ganzen Leichen zu urteilen. Och nö, Ganz unten Eisfrieden. raus. Ja, wunderschöne Geschichten aus Chickens nicht wunderschönem Leben. Ah, Schwestern, Zwei direkt. Blutschwestern. Blutschwester. Naja, es sind Schwestern, also zwei. Und irgendeiner Wuffi ist tot. Ich habe nicht drauf geachtet, Ah, oh, dann wer. muss Ich ich war zu sehr sterben. mit Ratten unter meinem Shirt abgelenkt. Oh, stopp, pass auf. Oh je. Und da reißt er wieder welche herum. Ob ich war gerade in meinem Was Verkaufsmenü, soll wollte ich ich denn? sagen. Verkaufs. Ja, ich Oh, das war hast du beim Metzger. verkauft. Ich habe Sachen an mich selbst verkauft. Ich habe nur leider kein Geld bekommen. Also da gehe ich nicht mehr einkaufen. Wie konnte das passieren?
Der Service ist... Bäh. Hm. Geregnet ein Beschwerdebrief. Ah, ich bin schon draußen. Mount ist Jinke. Jinke. Keine Ahnung, ist ich das schon. Hey, Bonus des Lebens. Das heißt, ich kann wieder hier sterben. Stopp, du mal. Ohne Umweg zu nehmen. Jetzt im Schneebrief hier. Silent Hill. Ziemliche Raptoren hier. Ah, direkt zur linken Seite ist Spezialmonster. Spezialmonster. Ja, hinter diesen Waldstück. Er fühlt sich special. Er fühlt sich special. Ich hab Bling gehört. Einmal einen Zahn zu mitnehmen. Hm. So. In dieser Höhle. Geister. Sonnenseite. Oh, die oh, hey, ich habe ja magische Angriffe, obwohl ich Nahkämpferin bin. Also von daher könnte mir sowas von egal sein. Ihr verdammten Geister. Verdammt, Magier. Und wieso jubelst du so, Chicken? Ja, Zepter. So, Frohmut. Da ist er schon, ich weiß ja immer so. Ein Frosch. Ein Ochsenfrosch. Oh Mann, das war der hat mit einem Schlag meine beiden Hundis. Ja, mich war schwer von verletzt. Ja, ein Frosch. Meine beiden Monster. Hundis. Hundis. Fast mich auch noch. Hundis. Oh, für ein Froschmonster, dieses. Hundis. Kommt auf jeden Fall im nächsten Kapitel vor. Das Fröschchen. Yep. Der hat mir, glaube ich, schon als ja, Mr. Foreshadower eingebaut. Foreshadowing halt im nächsten Kapitel hier eingebaut. Also mit soll ich auch mal foreshadowen? Du wirst im nächsten Kapitel auch sterben. Hm. Nur so wie gegen Ende diesen Kapitels. Dann müssen wir gegen den stärksten aller Titanen kämpfen. Das ist doch eigentlich. Naja, wenn wir jetzt nicht schaffen, ihn zu. Ja, falls wir den Telkir nicht aufhalten können. Ja, wenn wir den Telkir nicht aufhalten, müssen wir gegen den stärksten Titan kämpfen. Denn er hat ja vor, ihn zu befreien. An der. Ja, Typhon befreien. Griechenland. Anscheinend. Griechenland, der einer der Geschichten erzählt, ich glaube, den Megara davon erzählt, dass die Götter den stärksten aller Titanen hier auf die Erde eingekettet haben. Vor allem Hades kein Platz mehr war. Ja. Ja, der gelbe Kaiser hat gesagt, die haben dort angekettet, was er beherrschen wollte. Und also die Erde. Ach, 10. Oh je. Ein Zähnchen hätte ich fast liegen lassen. Wie konnte mir das nur passieren? Oh, ich verdäm nicht. Also, Gunnerboss. Oh nö, noch mehr. Tiger-Menschens. Tiger, nein. Der kommt wieder mit seinem Indignation-Zeug an. Soll ich dir mal ein richtiges Indignation zeigen? Okay, wessen denn? Life is it oder jemand anderes? Rita ist recht cool. Okay. Oh, ein Stab. Besonders wie sie es bekommt. Ich sag aber nicht wie. Okay. Das wird ziemlich krass. Sie hat es geklaut. Genau. Stab. Nein. So, ja, das sind ein paar Gegner. Du wirst ja sehen, wenn du selber spielst. Falls. Bestimmt, keine Ahnung. Schau es erst, Jinx zu wehren, dann spielst du es. Als das LP so schnell kommt. Na, schauen. Hey, Chicken, du musst dich mehr ranhalten und hier, lass dich nicht immer ablenken. Von Cupcakes und Motorcycles! In Space.
Ja, theoretisch spielt er nach dem Kampf. Also meine Story. So, wir stand. Also theoretisch könnte ich ihn in Space schicken. Habe ich aber nicht vor, weil ich nicht weiß, weshalb. Warum sollte ich das tun? Wen jetzt in den Weltraum schicken? Der Tauber jetzt dermaßen verwirrt, der hat schon vergessen, was er selbst gesagt hat. Wann ist denn das mit, Weißages und Skyplanking? Sie wurden eben geblitzt, Dings. Vergessen Sie alles, was Sie in den letzten 10 Minuten gehört haben. Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Ich hab gar nicht aufgepasst. Ich wieder Magierzeug? Natürlich habe ich wieder Magierzeug. Ah, und dann Stein da zwischen den Pflanzen. Tausende Magierzeugs. Ich weiß, das muss ja sein. Ja. Ist halt eine schlechte Angewohnheit von mir. Ich kann auch nichts dafür. Was? Hütte. Meine Schwester ist in Probleme geraten. Ja, deine Schwester hat Probleme. Ach, die zweite drei Schwestern. Die Schwester meiner Schwester hat auch Probleme. Also die dritte meine Schwester. Meine Leben. Okay. Volles Umfeld. Ja, voll der Sumpf. So, jetzt hier gehe ich dir, vermutlich noch Pflanzen, Sümpfen, stecken. Ja, schon fast 2 Stunden. Ja. Ja, sehe ich schon. Das heißt, eine halbe Stunde. 2 Stunden sind fast um. Da brennt die Pflanzen. Greif doch an, Victoria. Ich weiß, das sind Pflanzen. Du bist selber eine schicke Blume, aber... Just attack. Rasier diese Dinger. Was gehört? Fress sie. Ich weiß nicht, ob der überhaupt Vegetarier ist. Ich hab gesagt, rasieren, nicht fressen. Das haben die großen Viecher aber so runterschrumpft. Okay, wo ist eigentlich die Schwester? Sag denen, welche Monster am See führt, aber welche denn? Ich frag's halb, weshalb wollen Monster überhaupt? Was wollen die mit der Frau anfangen? Oh nein, ich habe aus dem Augenwinkel einen Frosch gesehen. Die Kleinen, die herumhüpfen? Ja, bin ich auch dran vorbei schon gelaufen. Checken Sie heißt den Frosch, verfolgt uns grad. Oh, komm mal, Hexenwolf. Wolf, don't die, please. Dafür stirbt mir gerade mein Hintern weg. Egal. Hexenwolf, wo ist er denn? Hier unten bei mir. Da. Nee, weil, guck in die Kommentare, obwohl, nee, du bist der Einzige, der in den Kommentaren ist. Muss man ja immer wieder betonen. Ah, eben Gewächs. Umhang. Ja, danke, dass du Umhang genommen hast. Wo ist es schicken, warum sie Magier-Sachen? Ich achte halt nicht auf die Namen. Ich sammle ein und schmeiß dann raus, was nicht mir gehört. Das ist ein Schild, keine Sorge. Ah, ich habe es so oft für die Karte drauf. Das heißt, kartografieren. Kartografieren.
Katalogisieren. Vermessen wir die Welt, was recht langweilig ist. Mhm. Weil dauernd Perspektiven gewechselt werden und man keine Ahnung hat und bla bla bla. Ja, wir sind gerade auf der anderen Seite der Felder. Ich hab's nie weitergelesen. Was heute gelesen? Die Vermessung der Welt. Ach so. Ein Buch. Sollten wir für die Schule lesen. Habe ich nie zu Ende gelesen. Also, das war irgendwie, das fand ich stinkt langweilig und total verwirrend. Okay, es geht jetzt durch. Malst du eine Ich habe keinen Platz mehr. Steindorf. Meinst du das ernst? Bist du sicher, dass ich keinen Platz mehr habe? Weil ich sehe da nämlich noch Platz. Ah, zerstörter Wachturm. Kannst du das fassen, Rappi? Hier, meine Tunte, die Steuer, also Victoria, behauptet einfach, ich hätte keinen Platz bei meinem Moment. Dabei sehe ich noch so viel Platz. Na gut, jetzt so viel nun auch wieder nicht. Aber ich sehe schon einiges an Platz. Ja. Boah, voll zerstörte Wachturm hier. Kannst du zumindest doch ein paar Ringe tragen und einen großen Brustharnisch. Gibt's auch kleine Brustharnische. Oh, je. Ich weiß es gerade nicht. Rappi ist am Sterben. Jetzt heil ihn doch! Ja, schon mein Giftwiderstand nicht mehr hatte. Victoria hat keinen Bock, dich zu heilen. Dann guck ich mir den Frosch an. Ein Goldfisch, schon Steinform annehmen. Ja, rumhüpft! So süß! So süß! Manche Frösche ja, sollte man ja lieber nicht anfassen, weil ihre Haut ziemlich giftig ist. Ja, den tropischen. Ja. Dieser Pfeil, Frosch oder wie auch immer, bla bla bla, keine Ahnung. Ja. Fasst nichts an, was ihr nicht kennt. Also fasst auch keine fremden Leute an. So. So ein bisschen vom Sumpf übrig versuchen. Mit Katzenmenschen. Um hier Tigerleins. So ein bisschen Verteidigungsschwächen. Käse, stay alive. Das ziehe ich dir von deinem Arbeitslohn ab, wenn du stirbst. Ich von der Versicherung. Ah, Questmonster, das heißt... Welcher Arbeitslohn? Zahlt doch Kiesel nichts. Ja eben, da muss er mir was zahlen. Oh je. Ah gut, besiegt. Ach, wen haben wir denn da oben? Ah, da ist die Schwester. Ciao, vermisste Schwester. Ach, ich war noch nie so verschreckt. Ich habe den Zauber gebrochen, das wollte ich nicht. Plötzlich war ich von Monstern umgeben. Gut, dass du kamst. Das ist Bulma. Also, als sie gerade Son Goku getroffen hat von der Synchronstimme. Ich werde es erklären, guter Krieger. Vor langer, langer Zeit tarnte der große, weise Lion sich als Bettler und wanderte durch unser Land. Kein Reis, oh nein. Niemand wollte ihm Reis geben. Niemand ließ ihn herein, außer mir und meinen Schwestern. Der große, weise enthüllte uns sein wahres Selbst und gab uns magischen Samen. Wenn ihr diesen esst, sagte er, soll euch kein Leid geschehen. Solange ihr auch kein Leid zufügt. Ja, hat man ja gesehen, ne? Du hier von der Monster verschleppt Hunderte werden. Hunderte von Jahren haben wir friedlich alleine gelebt, fern von Narretei und Bösartigkeit. Aber heute sah ich am Fluss einen Tigermann, der dabei war, einen harmlosen Hirsch zu schlagen. Ohne nachzudenken, habe ich das Monster mit meinem Stab geschlagen. Ich habe es getötet. Ich wusste noch im selben Moment, dass der Zauber aufgehoben war, dass ich nicht mehr geschützt war. Ich ließ meinen Stab fallen und lief davon. Ah, ne? Karma, liebes Mädchen, Karma. Tja. Karma ist schon eine Bitch. Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Wenn man einen Stab wie diesen ignorieren könnte, ganz einfach, indem ich nicht hingucke. Naja, ich warte bei der Schwester auf dich, weil wir abgeben. Das ist nicht, noch nicht komplett abgeführt. Nicht komplett, Nicht komplett, ja. Also, verdammt, wieso fällt mir das Wort? Also, Quest noch nicht komplett abgeschlossen, das soll ich sagen.